Kürzlich hatte ich euch ja mitgenommen beim Beginn des Baus meines Eigenbau-Rasentrimmers. Haben wir ein bisschen rumgestöbert und festgestellt, dass es nicht so das gab, was ich mir vorgestellt habe. Deswegen ist es bei einem Eigenbau gelandet, wie das öfter mal passiert. Und da haben wir ja erstmal so die ganze untere Hälfte hier konstruiert, sag ich mal. So den Mähkopf, den man variabel mit Fäden oder Messern bestücken kann. Den Brushless-Außenläufermotor, der da drin ist, inklusive seines 3D-gedruckten Gehäuses und so weiter. Den Winkel, wo das fest ist, den Schutz hier, den zweiteiligen, den man zerlegen kann. Und so weiter und so fort. Das Ganze mündet ja in diesem Quadrat-Aluminiumrohr, was man hier sieht, und das ist ja noch leer. Da fehlen noch ein paar Griffe. Das heißt also, wir starten doch jetzt erstmal los und bauen mal einen Griff. Schöner Rundgriff ist entstanden aus zwei Teilen. Man kann ringsrum angreifen, je nachdem, wie man das Gerät halten will. Wenn man jetzt gerade hochkant eine Kante schneiden möchte, eine Rasenkante, oder wenn man flach was mähen will, eine Ecke oder so, dann kann man hier variabel anfassen in beide Richtungen. Deswegen dachte ich mir, ich baue sowas mal. In meinem alten Gerät war ja nur so ein halb guter Griff, den man nur so von oben anfassen konnte. Jetzt habe ich mal sowas hier gebastelt, aus zwei Hälften zusammengeschraubt, wie wir gesehen haben. Ist verschiebbar auf der ganzen Länge noch. Das ist das Schöne am Vierkantrohr. Man kann es hier variabel verschieben, wie man drauf lang möchte, aber es verdreht sich nicht. Es bleibt immer da in der Position. Und man kann auch einen Drehmoment dran ausüben, ohne dass das runde Rohr einem da einen Strich durch die Rechnung macht, weil es eben viereckig ist. Soweit so schön. Fehlt natürlich noch ein Griff ganz oben, wo man einen Akku dran kriegen könnte und wo man auch richtig dran anfassen kann und wo noch ein Schalterchen drin ist, womit man das Ganze auch einschalten kann. Also bauen wir den auch noch mal.
Sind wir doch schon mal ein ganzes Stück weiter. Jetzt sieht es doch schon fast aus wie ein fertiges Gerät. Das ist doch schon mal ganz schick. Weiß man schon mal, wie es werden könnte. Den Brushless-Motorregler, den wir schon aus meinem Video kennen, wo ich ihn mal vorgestellt habe, habe ich jetzt hier unten so ein bisschen versteckt. Das war so die einzige Möglichkeit, die mir halbwegs klug vorkam an dem Ganzen. Musste ich denn hier außen noch ein bisschen ein paar Kappen drauf drucken, dass ich meine Teile dann auch in eins drucken konnte, dass ich das hier noch ein bisschen verbreitert kriege, weil das ganze Ding leider etwas breiter ist. Man sieht, er liegt jetzt mit seinem Aluguss-rückseitiges Teil hier. Das Gehäuse liegt an dem Vierkantrohr. Das heißt also, eventuelle Wärme, die hier entsteht, wird hier noch ein bisschen besser verteilt über das Rohr. Ich habe noch keinen Eindruck, wie warm sowas wird oder wie warm es werden könnte. Das gucken wir uns dann an, wenn wir das Ganze testen. Aber jetzt zu diesem Zeitpunkt dachte ich mir, es ist vielleicht nicht verkehrt, wenn man hier schon so ein Metallteil hat, dass man da ein bisschen den Kontakt sucht. Kann man hier später noch ein bisschen Wärmeleitpaste zwischen machen, wenn man sicher ist, dass man sich nicht mehr damit einsaut, weil man es nochmal auseinandernehmen muss. Dann kann man da noch was zwischen machen, wenn man möchte, und dann ist das hier eigentlich ausreichend gut montiert an der Stelle. Können wir in den Griff jetzt auch noch mal ein paar Löcher bohren und Gewinde schneiden. Ich hatte das erstmal noch offen gelassen, weil ich erstmal gucken wollte, wie lang das Rohr vielleicht ist, ob ich es noch mal kürzen muss oder so wegen des Handlings. Aber das hat jetzt rechtlich stimmig alles gewesen, deswegen schneide ich da jetzt noch mal M4-Gewinde rein, dass wir dann da auch noch Schrauben reindrehen können und der Griff dann da auch an der Stelle noch vernünftig fest ist. Kann man das zwar in der Länge jetzt nicht mehr verschieben, aber das halte ich nicht für so schlimm, weil ich bin ja so ziemlich der Einzige, der das Gerät dann benutzt. Haben wir das da auch noch fest. Hier haben wir den Taster, wo man mit einschalten kann. Und dann ist das soweit auch alles schick. Brauchen wir jetzt nochmal ein Kabel, was vom Motor hochkommt, was dann letzten Endes an diesen Brushless-Motorregler dran geschlossen wird. Und zwar ist es da grundsätzlich so, wenn man so einen BLDC-Motorsteller hat, also so einen Brushless-Motor mit so einem Regler dazu. Und man hat ja eigentlich drei Komponenten. Man hat einen Akku, man hat diesen Controller und man hat einen Motor. Und wenn man jetzt an so einer Situation ist, wie ich hier bin, dass man eine relativ lange Strecke überbrücken muss, von Akku zu Motor, sage ich mal, weil man nicht alles unten dran haben will, weil das Gewicht dann da riesig wird, dann braucht man irgendwo eine Kabelverbindung. Und grundsätzlich ist zu sagen, diese Kabelverbindung sollte immer am Motor sein und nicht am Akku. Weil der Motor selbst ist ein induktiver, also eine induktive Last, sage ich mal. Also der hat eine Induktivität. Das heißt also, wenn ich dann Kabelverlängerung dran mache, ist das nicht so schlimm, wenn dieses Kabel auch eine Induktivität hat. Weil die macht da nichts kaputt, weil der Regler rechnet schon damit, dass er an der Seite eine Induktivität hat und damit kann er umgehen. Fatal wäre, wenn ich diese Verlängerung jetzt zwischen Akku und Regler mache. Weil da erwartet der Regler natürlich möglichst niedrige Induktivität. Deswegen hat er auch Eingangskondensatoren, weil er da natürlich möglichst wenig induktive Spitzen oder ähnliches haben möchte, wenn er die Motorinduktivität schaltet. Da muss er sich irgendwo drauf abstützen, sage ich mal so ganz platt ausgedrückt. Und deswegen sollte der Akku möglichst nah an der Stelle sein und das Ganze auch mit Kondensatoren nochmal abgepuffert sein. Diese Kondensatoren sind im Regler schon drin, hatten wir uns angeguckt. Und die Verbindung zum Akku sollte dann entsprechend kurz sein. Deswegen hier nochmal gesagt, das sind jetzt drei Litzen, die ich hier verdrillt habe. Bisschen die Störstrahlung zu verringern wegen EMV und so weiter, sollte diese Verlängerung auf jeden Fall immer auf der Motorseite sein, um den Regler ein wenig zu entlasten. Und auch gerade wenn man mit so einer hohen Betriebsspannung arbeitet, wie ich jetzt, also hohe Betriebsspannung im Sinne von am oberen Ende des Betriebsspannungsbereiches des Motorreglers, gerade dann ist das nochmal ein bisschen wichtiger, dass man da nicht noch Peaks und Spikes auf der Eingangsseite generiert, die am Ende möglicherweise das Gerät noch killen. Kabel jetzt da oben noch vernünftig rauskommt im Griff und an den Motorregler dann auch dran kann, habe ich hier nochmal eine kleine Aussparung gemacht. Letzten Endes da so ein kleines Langloch, da nochmal erstmal ausgebohrt und dann noch ein bisschen hingefeilt, wie man hier sieht, dass das Ganze dann nochmal ein bisschen schick ist. Und da kommt dann hier so eine Tülle rein, eine PVC-Schlauchtülle hier so ein bisschen, dass das Ganze hier in den Kanten etwas entlastet ist, dass das Kabel nicht über die scharfen Ecken geführt wird und sich dann mit der Zeit durchscheuert und dann kommen die drei Phasen hier oben raus. Und dann kann da der Griff drum, passt genau, und dann kommt das dazwischen raus und dann kann das hier um eine Kurve gelegt werden und dann an die drei Anschlüsse an den Motorregler dran. Und dann passt das auch alles schon ganz gut zusammen, wie man sieht. Das hier einmal rumgelegt und da angelötet. Haben wir hier noch die Tasterkabel und hier die Akkukabel. Die Akkukabel kommen hier nach unten raus zu der Aussparung, die da unten ist, wo dann am Ende der Akku angeschlossen wird. Die Aufnahme für den Akku will natürlich erst noch hergestellt werden. Wer das ein bisschen kennt, ich habe ja öfter schon mal Geräte mit meinem eigenen Universal-Akkusystem ausgerüstet. Ich habe da immer diese Klötze mit den beiden Schienen rechts und links, wo man dann zwei 4 mm Goldkontaktstecker reinmachen kann, die man auch aus dem Modellbaubereich so kennt und da dann letzten Endes die Verbindung zu herstellen kann zu meinen mittlerweile zwei Universal-Akkus, die ich da habe für meine Geräte. Sieht dann so aus, dass man hier diese Schiene hat, wo man den drüber schiebt. Wir sehen das dann später noch und hier vorne die beiden 4 mm Goldkontaktstecker, die dann hier eingeklebt werden. Unten zwei Litzen, die dann hier hinten rauskommen und die führen dann oben
auf der anderen Seite dann später in den Griff rein, im Rasentrimmer in diesem Falle. Das Ganze klebe ich da vorne ein und dann schiebe ich das schon mal in einen meiner Akkus rein, dass das sauber ausgerichtet ist, dass es das dann am Ende auch passt in die Pins. Dann löten wir die Kabel noch aneinander. Jetzt meine 2,5 Quadrat Litzen, die ich unten jetzt eingefädelt habe, kommen jetzt verbunden mit den Litzen, die original an dem BLDC-Motorsteller schon dran waren. Dann kommt da noch ein wenig Schrumpfschlauch drüber und dann ist das Ganze auch schon fertig. Haben wir hier unten dann die beiden Kabel drin, die gehen ja dran vorbei. Ich hatte hier so ein bisschen Aussparungen gelassen in meinem Druckteil. Ich kann theoretisch hier ringsrum noch Kabel legen, wenn ich irgendwas habe. Habe mich jetzt aber entschieden, die Tasterkabel auch noch hier oben mit in meine Ausspülung durch das Vierkantrohr damit durchzufädeln und dann hier oben dran zu legen. Die haben gerade so eben gereicht von der Länge, deswegen muss ich dann nicht noch was verlängern. Und dann dachte ich mir, ich lege die gleich hier oben hoch und dann habe ich die Kabel alle halbwegs kurz. Alternative wäre auch gewesen, die Motorkabel noch mal einmal hier rumzulegen und dann von unten hier dran zu gehen. Fand ich aber nicht so schön, deswegen habe ich mich entschieden, hier nochmal eine Aussparung in das A4-Kantrohr da reinzusägen und zu bohren. Es ist jetzt hier unten mit diesem Taster, mit dem man die drei Geschwindigkeitsstufen einstellt. Naja, ein bisschen unglücklich. Ich hatte den theoretisch oben wäre schöner gewesen, aber dann hätte man die ganzen Anschlusskabel hier auch nach oben raus gehabt und dann hätte ich hier oben irgendwie noch einen Buckel draufdrucken müssen. Das fand ich aber auch nicht so schön. Andere Alternative wäre noch an der Seite gewesen, wäre das Ganze aber irgendwie asymmetrisch geworden. Das gefiel mir auch nicht so wirklich, deswegen habe ich mich jetzt für unten entschieden. Und naja, dann muss man das Teil halt mal kurz umdrehen an dem Rundgriff, den man hier hat, glücklicherweise, um dann auf den Taster drücken zu können. Ist dann auch nicht so schlimm und fand ich jetzt so im Großen und Ganzen die einfachste und stimmigste Lösung. Können wir das Ganze also mal testen? Also mal einen Akku dran gesteckt, mal dran geschoben. Man sieht jetzt, der kommt hier ziemlich weit vorne in die Nähe dran. Da ist vielleicht nicht der optimale Akku dafür. Und dann läuft es auch schon. Allerdings ohne Mähkopf, wie man sieht. Warum das denn jetzt? Ja, der Mähkopf ist noch nicht gewuchtet. Das haben wir im letzten Video noch nicht gemacht. Das möchte aber gerne gemacht werden. Ich meine, das sind so ein paar zusammengeklebte 3D-Druckteile, wie wir im letzten Video gesehen haben. Das ist ja nicht alles unbedingt 100% symmetrisch und hat unter Umständen ein wenig Unwucht. Deswegen habe ich hier so eine Wuchtwaage, so eine Propeller-Wuchtwaage ist das eigentlich. Die hat hier so einen Spieß mit zwei konischen Gewindeteilen, die man hier dran schrauben kann und außen zwei Magnete. Und dann schwebt das mehr oder weniger und ist dadurch quasi reibungslos. Das passt jetzt hier nicht drauf, wie man gerade gesehen hat. Deswegen habe ich die Magneten hier mal rausgenommen und mir das Ganze hier mal zwischen den Schraubstock und den Schraubzwinge gespannt. Und man sieht jetzt hier diese Nadelspitzen hier von dieser Welle, die drehen sich jetzt hier zwischen den Magneten quasi ohne Reibung. Und man sieht jetzt schon, was das Teil für eine Tendenz hat, beziehungsweise in welche Richtung das tendiert. Und kann dann dementsprechend da so ein bisschen wuchten. Da ich jetzt ungern gleich anfangen wollte und noch was dran kleben, dachte ich mir, ich feile erstmal ein bisschen. Hier ist ja überall noch so ein bisschen Grat dran und noch so ein bisschen Klebereste und dann dachte ich mir, ich feile davon erstmal so ein bisschen was runter und gucke mal, wie viel das überhaupt ist. Weil dadurch, dass dieses magnetgelagerte Ding relativ wenig Reibung hat, reichen da schon winzige Mengen, die schon dazu führen, dass das Ding eine Tendenz kriegt. Deswegen ist das manchmal gar nicht viel, was man da runternehmen muss. Und ich habe es tatsächlich geschafft, mit ein bisschen was abfeilen, dass die Tendenz schon weg war, also dass es jetzt quasi schon fast rund läuft. Also es war tatsächlich gar nicht so viel Material und der Druck war offenbar ziemlich gut und das Zusammenkleben auch, dass es dann letzten Endes gar nicht viel gebraucht hat, bis es jetzt sauber läuft und kaum noch eine Tendenz hat. Also kann es montiert werden, können die Mähfäden erstmal wieder rein in meine Aluminiumklötze, die ich da gemacht habe. Es ist noch ein bisschen fisselig, man muss erstmal so ein bisschen reinkommen in die Art und Weise der Montage. Wenn es erstmal raus hat, wie es am besten geht, dann geht es auch etwas zügiger. Die Fäden da rein, dann der Deckel drauf, das Ganze einmal kurz eingerastet und dann die Mutter drauf noch festgezogen und dann haben wir den Make-up schon soweit vorbereitet. Ja, und dann ist das Ding eigentlich auch schon fast fertig, ne? Wir haben einen Griff, wir haben noch einen Griff, wir haben alles verkabelt, wir haben den Motor unten dran, wir haben Mähfäden drin. Ist ja eigentlich nur noch eine Sache, die fehlt, und zwar ist das ja meine Einstellung. Ich hatte hier unten ja extra ein Gelenk gemacht, weil ich mir dachte, ja, wenn man den Winkel hier einstellen kann, ist ja ganz schön, wenn man irgendwie flach oder senkrecht schneiden möchte. Ja, jetzt habe ich hier den Angriffspunkt und da oben auch, aber eine Verbindung zwischen den ganzen Sachen, die fehlt noch. Also müssen wir die wohl nochmal bauen.
So, haben wir eine Verbindungsstange hergestellt, die das Ganze jetzt hier miteinander verbindet. Um die Schrauben habe ich ein bisschen Teflonband gewickelt, wie wir zum Schluss gesehen haben. Das ist ganz gut, wenn man die Sachen in Kunststoff hat und dann nicht mit Schraubensicherung dran rumkleben will, die man dann am Ende nicht wieder rauskriegt. Dann ist das mit Teflonband auch eine gute Möglichkeit. Dann gehen die ausreichend schwer, haben aber trotzdem relativ wenig Verschleiß im Sinne von Reibung. Das heißt also, die gehen einfach nur schwer rein und raus zu drehen durch das Teflonband und drehen sich dadurch nicht mit, wenn man das hier verstellt. Man kriegt es aber trotzdem wieder auseinander. Das ist dann eine ganz gute Sache. Ja, und dann ist es jetzt endgültig komplett. Da haben wir alles, was wir brauchen. Also können wir noch mal rausgehen und mal losziehen und mal gucken, wie es sich so verhält. Ja, und das Kantenschneiden funktioniert wunderbar. Ich bin jetzt auf Stufe 1, ne? Also von den drei Möglichkeiten, die dieser Brushless Controller da hatte, bin ich jetzt in der niedrigsten Stufe. Und es geht im Prinzip genauso wie vorher. Also es ist leistungsmäßig kein Unterschied. Das heißt also, so die maximalen vielleicht 300 Watt, die mein altes Motörchen im alten Gerät gebracht hat, die schüttelt er jetzt auf Stufe 1 so locker aus dem Ärmel. Und man merkt auch deutlich durch den größeren Umfang, ne? Also den größeren Durchmesser des Schneidkreises und dementsprechend die höhere Umfangsgeschwindigkeit bei niedrigen Drehzahlen. Also es ist halb so laut gefühlt, ne, aber schneidet genauso gut. Ne, also da ist quasi kein Vergang dran jetzt erstmal. Dann habe ich aber auch Ecken gehabt, wo das Gras ein bisschen härter ist. Und da habe ich dann festgestellt, okay, einige Halme sind dabei, die legen sich dann doch eher nur um und werden nicht richtig abgeschnitten. Und dann dachte ich mir, na gut, dann probieren wir doch mal ein bisschen aus, wie es auf Stufe 2 so ist. Und ja, der Unterschied ist direkt so brutal, dass es mir dann gleich mal einen Mähfaden abgebrochen hat. Das heißt also, ich komme jetzt in diesen Leistungsbereich, wo das tatsächlich eine Rolle spielt und wo dieses Problem existiert. Ich hatte das vorher nie, aber es geht tatsächlich. Ich habe es jetzt auch hingekriegt. So ein Mähfaden, der kann tatsächlich abbrechen. Ich habe es vorher nie geglaubt. Und das Ganze ist mir dann auch, nachdem ich neue Mähfäden bestückt hatte, dann auch nochmal passiert. Und dann dachte ich mir, okay, ich muss an der Stelle erstmal abbrechen. Und diese Oregon-Rolle, die hier liegt, die jetzt irgendwie 8 Jahre hier auf dem Außenboden im Trockenen gelegen hat, irgendwie doch mal ein bisschen ein paar Fäden von abschneiden und in Wasser legen. Weil ich meine, es steht drauf und es hat offenbar tatsächlich auch einen Sinn, dass es da drauf steht und es bringt wohl offenbar auch einen Unterschied. Deswegen habe ich das an dieser Stelle erstmal abgebrochen, das Thema. Habe mir erstmal so ein paar abgeschnittene Längen hier in eine Tüte mit ein bisschen Wasser gelegt und lasse die jetzt erstmal so 2, 3 Tage. Um dann mal zu gucken, wie groß der Unterschied ist, weil es macht offenbar tatsächlich was aus. Der Hersteller hat recht, was soll ich sagen? Und dann habe ich den Akku erstmal nachgeladen, um mal zu gucken. Ich habe jetzt so ein bisschen unten auf dem Hof da rumgeschnitzt, war gar nicht viel, so vielleicht Viertelstunde dabei. Und sind jetzt hier so 844 mAh, was da so auf der Anzeige steht, sind jetzt raus aus den 2,5 Amperestunden, die dieser Lithium-Eisenphosphat-Akku hier hat, der 7-zellige. Ja, geht, sag ich mal. Ne? Also das ist vielleicht ein bisschen mehr als vorher, aber nicht viel. Also das ist, dafür konnte man auch ein bisschen besser mitarbeiten und die Leistung ist etwas höher. Von daher ist das in Ordnung. Ne? Also es ist jetzt nicht sofort so, dass ich unbedingt noch einen Akku bauen muss, weil ich gar nicht mehr klarkomme. Es geht auch tatsächlich mit diesem Akku hier, der zwar den Strom liefert, aber die Kapazität nicht so unbedingt hat. Man kommt noch ein bisschen vom Fleck. Ne? Also man muss jetzt nicht ständig das Ding nachladen. Deswegen zum Testen reicht es auf jeden Fall erstmal. Habe ich also die Zeit genutzt, die meine Mähfäden im Wasser liegen und dachte mir, okay, bauen wir doch mal die Messer drauf und gucken mal, wie sich das mit den Messern so verhält. Ja, was soll ich sagen? Das ist wie Rasenmähen. Also da ist wunderbar, da ist kein Unterschied zwischen. Das ist auch wieder natürlich die kleinste Stufe gewesen. Ne? Und so die Messer, die fauchen schon ordentlich durch die Luft, selbst auf kleinster Einstellung. Und
Ist eigentlich auch kaum, wenn man ins Gras reingeht, dass die Drehzahl abfällt. Also es geht wunderbar. Also es gibt gar keine Notwendigkeit, da höher zu schalten an diesem Brushless-Steller. Das ist auf niedrigster Stufe, kann man da wunderbar mit mähen. Also gibt es gar kein Problem. Ich hatte jetzt nicht die ultralange Wiese, weil es sind schon ein bisschen so Herbsttage jetzt. Es wächst nicht mehr ganz so viel. Aber das, was da war, ging wunderbar weg. Und wenn ich nochmal irgendwie längere Wiese habe, dann kann ich ja nochmal ein Anschlussvideo machen oder so. Aber ich sehe nicht, dass es da Probleme geben könnte. Also das schneidet wunderbar. Ja, und auch das Schneiden im flachen Winkel ist wunderbar, ist eine schöne Erleichterung. Man muss nicht mehr zwischen den Ästen rumklettern. Man kann schön von weitem in gebeugter Haltung einmal drumherum gehen um den Baum und hat dann schön das gleich geschnitten. Und jetzt habe ich einiges gemacht, so um die ganzen Bäume drumherum, um die Wäschefelder drumherum, an der Kante lang und so weiter, oben hinter der Hütte nochmal, bla blub, und eine ganze Weile unterwegs. Und man muss sehen, es ist jetzt deutlich weniger raus als vorher bei den 10, 15 Minuten mit dem Mähfaden. Das heißt also, so Messer sind deutlich sparsamer. Also wenn ihr vorhabt, irgendwie Wiesen zu schneiden oder längeres Gras zu mähen oder so und euch liegt ein bisschen was an der Standzeit, am Spritverbrauch, an der Haltbarkeit des Akkus oder was auch immer, allein ihr seid auf Mähzeit aus, dann nehmt Messer und nehmt keinen Faden. Der Unterschied ist wirklich deutlich. Ich hatte das früher mal im alten Gerät schon, wo ich die kleinen Messer drauf hatte von Stiel, dass das da auch war, dass das da deutlich sparsamer war. Aber auch jetzt hier bei den großen Messern ist es nochmal genauso. Also Faden ist deutlich energieintensiver als Messer. Das heißt also, sobald man was zu mähen hat oder so, auf jeden Fall Messer nehmen. Geht wunderbar. Sieht man hier schon, also da komme ich mit dem Akku zweimal über das ganze Grundstück tatsächlich, wo ich nicht mit gerechnet hätte. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Ist natürlich klar, im Messer kann man nicht alles machen. Wenn man die jetzt auf dem Bordstein halten will oder so, dann radieren die natürlich auch runter und der Energiebedarf geht hoch. Aber für alles, was so freistehendes Gras ist oder so, würde ich nie einen Faden verwenden, ne? Weil das macht einfach keinen Spaß, wenn man mal die Messer benutzt hat, ne? Und da sind wir ja auch schon durch eigentlich, ne? Das Gerät funktioniert soweit. Wärmeentwicklung an dem Brushless-Motorsteller hier oben, Controller, ist quasi null gewesen. Also ich habe nicht festgestellt zwischendurch, dass da mal irgendwie handwarm wurde. Ich habe öfter mal angefasst, aber ich habe da keinen Unterschied zum Metallrohr gefühlt. Da passiert wirklich fast nichts. Und auch hier unten am Motor oder so, ich habe mal ein bisschen am Winkel gefühlt und an der Welle unten, an der Schraube. Ja, da war vielleicht zwischendurch mal so ein bisschen so eine Handwärme zu fühlen, aber ansonsten eigentlich nichts. Also warm wird da gar nichts. Das ganze Ding ist praktisch überhaupt nicht belastet bei dem, was ich da bis jetzt mitgemacht habe. Das ist ja immer schön, wenn Leistungsreserven in üppiger Form da sind. Das ist ja immer das Beste eigentlich. Ja, egal, was man baut, irgendein Antrieb, der nicht gefordert ist, ist mal der beste Antrieb. Dementsprechend, ja, bin ich soweit zufrieden damit. Es funktioniert erstmal alles so in den ersten 5 Minuten, sage ich mal, oder in der ersten Stunde oder in den ersten 2 Stunden. Wie das so mit der Standzeit aussieht, ne, wenn das Ding mal länger im Einsatz ist und wie das mit den Mähfäden aussieht, ob ich vielleicht konstruktiv an meinen Aluminiumteilen nochmal was ändern muss, weil die vielleicht zu scharfkantig sind, oder ob es das wirklich behebt, wenn man die Fäden in Wasser legt, das probiere ich dann nochmal aus. Da muss man nochmal gucken. Ein paar Kanten habe ich noch zu machen. Die liegen jetzt erstmal ein bisschen im Wasser und dann gucken wir mal, wie sich das verhält. Da mache ich vielleicht mal ein Anschlussvideo, mal sehen, je nachdem, wie das Ergebnis ist oder ob es wert ist, dass ich da nochmal ein Video zu mache. Gerät ist jedenfalls erstmal fertig. Projekt ist abgeschlossen. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.